guck mal, was haben wir denn da, ne? Süße, der Ben hat Angst. So, wir sind auf dem Weg zum Raid Day und hinter uns ein Pokémon, wie man sieht. Richtig genial. Das wollen wir befangen. Juhu! Wir laufen jetzt aber zur Brücke der Technik. Da geht nämlich gleich der Raid Day los. Und der Flo kommt auch gleich mit. Richtig genial. Habt ihr sowas schon gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen jetzt runter, beginnen gleich den Raid-Tag an der Brücke. So, wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen. Wir warten eigentlich noch auf den Gefer. Der kommt nämlich wie immer zu spät. Also nicht wie immer, das erste Mal, dass er zu spät kommt. Wir haben selber noch gebraucht. Wir wurden ja aufgehalten vom Siebenschläfer. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Jetzt ist schon alles aufgegangen, wie ihr hier seht. Wir haben uns so schön verabredet gedacht. Wir gehen zur Brücke der Technik. Wir machen erstmal ein schön fettes Glurak. Und was ist hier? Ein Glumander. Zumindest ist es derselbe Typ. Irgendjemand hat auch gesagt, er braucht unbedingt noch einen Turtok. Und Turtok ist auch der einzigste Vierer, der jetzt hier in der Nähe angezeigt ist. 12 Arenen zeigt es uns gerade hier an. Ihr seht, alles Mist, alles nur kleines Gedöns. Aber hier hinten ein Turtok. Das würde vielleicht das erste sein, was wir machen. Aber wir müssen nochmal auf den Gefer warten und uns mal absprechen, wie das nun ist oder wie oder wo oder was. Guck mal, da ist der Max, ne? Hallo Max. Servus. Gut, einfach ins Video rein, das wollt ihr gar nicht. Den schneid mal wieder raus. Spaß. Wir warten jetzt auf, genau, die Blechgoldsau. Schreibt's mal, Hashtag Blechgoldsau. Wir warten jetzt auf den Gefer und dann kurz spontan nochmal absprechen, wie es jetzt nun vorangeht. So, vor lauter Langeweile oder besser gesagt vor lauter Verzweiflung, weil wir ja auch immer noch auf den Gefer warten, macht der Flo jetzt einfach mal hier das Glumander in der X-Ray Arena und ich natürlich auch. Was soll ich auch sonst machen? Denn wie schon gedacht, ist es sehr chaotisch, dadurch, dass an jeder Arena was anderes ist und das, was man machen will, ist gar nicht da. Ich wollte doch eigentlich 5 Glurak Raids machen, weil das das Coolste ist. Juli und Max sind so lange hinter ans Stadttheater. Die haben jetzt ein Glutexo gemacht. Max hat, glaube ich, ein Glutexo als Shiny bekommen. Wir machen jetzt fix mal hier das Glumander, warten immer noch auf den Gefer, würden dann wahrscheinlich das Turtok machen und am Schwimmbad der anderen X-Ray Arena, haben wir schon gehört, ist angeblich ein Glurak, also wären das 3, bräuchte man noch 2 andere und dann passt das. Feste gemacht, Shiny. So, zeige ich mal auch mal hier vom Max, ne? Zack, am Theater gleich Shiny Glutexo mitgenommen. Vielleicht haben wir jetzt ja auch ein Shiny, aber halt nur ein Glumander. So, Gefer ist auch eingetroffen. Nix. Aber was Gutes für die X-Ray Arena gemacht, kann man mal mitnehmen. Jetzt muss es nur noch drin bleiben. Bruder, bleib drin. Ne, das fangen wir in der Zwischenschleife. Tun uns jetzt hier kurz schließen. Los, komm raus, dass ich es dann reinschneiden kann. Genau, wir melden uns zurück und gucken mal, ob wir jetzt das Turtok machen oder nicht. So, wir haben es also geschafft. Sind beim Turtok angekommen, ne? Was du eigentlich gar nicht machen wolltest. Nö, ich wollte ja nur Glurak machen, aber wenn es keine gibt. 2 Stück haben wir gesichtet auf jeden Fall. Neben Schwimmbad gibt es nämlich noch eins in den Wallraps. Also alles so 3 Stunden voneinander entfernt, dass man auch ja nur noch einen schafft. Wir machen jetzt schnell das Turtok, gucken mal, ob jemand einen Shiny hat. Freuen uns, dass der Fischi so einen schönen Bodogel-Pullover anhat. Den können wir euch vielleicht dann auch mal zeigen. Jetzt macht ihr den im Raid auf. Hier, guckt euch das mal an. Voll der Bodogel-Pullover, oder? Den könnt ihr auch im Spiel anziehen zu Weihnachten. Richtig genial. Wenn es kein Shiny ist, fangen wir es wieder in der Überblendung und ziehen zum nächsten. Der Vian hat auch schon gefragt, wann wir das Glurak machen, aber wir wissen es ja nicht. Wir wissen nämlich gar nichts. Aber laufen dann gemütlich weiter. Schönes Spaziergängerwetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. So, wenn jeder jemanden Shiny hat, können da gerne in die Luft springen. Juli, Levelaufstieg. Richtig genial. Und? 2 Meter. Nichts. 1363. Ich weiß die IV nicht, also die WP. Ich habe 82. 82, gut, er hat gewonnen. Ne? Er hat ja auch den Bodogel-Pullover an. So, da sind wir angekommen am Glockenbrunnen. Ne? Das erste Glurak, aber der dritte Raid. Und wir haben schon gesehen, da hinten ist noch ein Turtok irgendwo in Wallraps an der neuen Arena. Aber da will keiner hin. Das heißt, wir müssen von hier wieder 3 Stunden durch die ganze Stadt laufen, bis wir am Schwimmbad angekommen sind. Das habe ich mir alles anders vorgestellt. Ich weiß nicht, warum ich da mitmache. Haben die anderen sich auch schon gefragt. Also,
In der Großstadt ist das vielleicht was anderes, ne? Da habt ihr die Auswahl, aber hier gibt es ja nur kleines Gedöns und die Großen sind am Stadtrand verteilt, immer genau in jeder Himmelsrichtung einer am Ende. Wir gucken mal, ob jemand ein Shiny hat oder jemand ein Gutes oder ein gutes Shiny. Mein Bruder 13 Bälle und nix. Aber ich hab ein Shiny. Ich auch. Wieso denn? Der Fischi hat ein Shiny und die Blechgoldsau auch. Wer hat das Beste? Du. Du. Oh Mann. Was hast du? Er hat das Beste, genau. 79. Zeig. 16,34. Das fange ich jetzt. Bei den anderen habe ich nichts gehört. Das ist unspektakulär. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ob wir vielleicht noch das, nicht doch das Turtok hier machen als Viertes und das Glurak als Fünftes. Oder wenn wir beim Glurak angekommen sind, vielleicht auf dem Friedhof oder Wildgehege noch was entdecken. Ich habe keinen Bock. So, da sind wir am, jetzt wollte ich Friedhof sagen, nein, da sind wir am Schwimmbad angekommen, jetzt haben sie mich ganz durcheinander gebracht. Und wenn ihr mal auf die Uhrzeit schaut, wir haben vorhin 2 Stunden gebraucht, um bis nach Wallraps zu kommen, aber nur 5 Minuten, um bis hier hochzukommen, wie das wohl ging. Wir haben gefühlt 20 Personen in 2 Autos verteilt, ne? Habt ihr schon mal im Fußraum gelegen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Wir haben jetzt hier das nächste Glurak, auch wieder an der X-Raid Arena. Dann ist sogar noch ein Glurak im Wildgehege bei der Wildartentafel gleich am Anfang. Das wird man vielleicht noch mitnehmen, dann sind auch die 5 Pässe weg. Und dann bin ich froh, dass ich es hinter mir habe, weil, weiß ich nicht, so einen Raid-Tag braucht doch niemand. Außer die, die das halt noch nicht haben, aber Außer die, die es brauchen, genau. Außer die, die es nötig haben. Ich habe halt jetzt nichts davon gehabt, wollte trotzdem die 5 Pässe wegknallen. War aber trotzdem lustig, mal so in der Truppe wieder unterwegs zu sein. Jetzt mal gucken, wie der Max sein nächstes Shiny hat. Ich hab schon wieder Shiny. Halt die Schnauze. Gute. Kannst laufen. Mit 16, 16. Da ist der Bildschirm so schwarz wie das Glurak selber. Richtig genial. Und sogar noch besser als meins. Ich habe nur 16, 6. Jetzt. Wow, Mann, hat das einen schönen Vanillebauch. Sonst jemand was? Nicht? Gut. Wir melden uns vielleicht an der Wildartentafel nochmal zurück. Das schneide ich jetzt wieder rein beim Fang und dann machen wir den letzten Raid. Oha. Hallo! Hallo, Ries! Junge, wie sieht's denn da aus hier? Räum noch mal auf in der Hütte. Guck mal, die Nase. Wir sind jetzt angekommen natürlich im Wildgehege bzw. bei der Wildartentafel. Haben jetzt das letzte Glurak hier am Start. Und schauen mal, ob es schon wieder einen Shiny gibt und vor allem bei wem. Ob noch mal ein Gutes dabei ist. Danach endlich Feierabend, was die anderen machen. Ist mir sowas von wurscht, ne? Die 4er-Raids sind ja alle gemacht. Die 1er, 2er, die schaffen die ja alle so ganz gut. Wer also noch einen Glumander möchte, kann da noch was machen. Wer einen Shiggy möchte, wer einen Bisasam möchte. Was natürlich komisch war und jetzt schon aufgefallen ist, es gab 2 Turtok, es gab 3 Glurak, aber es gab kein einziges Bisa-Floor. Und das bei mittlerweile fast 30 Arenen in Hibu. Kein einziges Bisa-Floor dabei, aber so viele 1er und 2er einfach nur. Ich fände es halt cool, wenn sie irgendwas Krasses gebracht hätten nochmal, wie es damals immer war bei den Vögeln, 3 Stunden Vögel raiden und so. Da habt ihr 20, 26 Raids gemacht, jetzt 5 in 3 Stunden. Das sagt doch schon alles, aber vielleicht habt ihr ja mehr Spaß mit dem Event gehabt, also mehr Erfolg und mehr irgendwas. Nix? Kein Shiny? 16,38. Da hinten freuen sie sich schon. Shiny? Muss ich gucken. 16,6. Und wieder eins dabei. Seht ihr? Es ist jetzt bei den 5 Raids ist keine Runde vorbei, wo keiner nichts hatte, glaube ich. Zumindest. Also jeder hat immer irgendwo irgendwas bekommen. Meistens, ich hab nicht gewollt, dass ich keins hatte. Meistens dieselben. Ja, weil du jetzt noch leben darfst. Wir fangen nochmal das Glurak, melden uns dann vielleicht nochmal zurück. Ja. Die Tiere gucken auch schon und machen noch mal ein kleines Abschlusswort dazu. So, da sind wir noch mal zurück. Also, was soll man sagen zum Fazit? Das Lustige ist, als allererstes Pokémon habe ich ja das Glumander an der Brücke bekommen. Das hatte 15 Angriff und 15 Verteidigung. Und jetzt als allerletztes das Glurak im Wildgehege. Das hatte 15 Angriff und 15 Verteidigung.
Wie man sieht, in der Nearby-Liste, egal wo man langläuft, überall Einer-Raids, Zweier-Raids, Einer-Raids, Zweier-Raids, die Starter halt. Und keine Vierer. Die Vierer waren halt wirklich ein bisschen mau. Gerade so 5 Stück gemacht. Also gerade so 4 gemacht. Und einen 5. hätte man machen können. Es gab also zu den 5 Pacen wirklich nur 5 Vierer-Raids. Da kann man also gar nicht so krass EP farmen. Deswegen bin ich froh drum. Aber es kann ja nicht jeder Raid-Day gleich sein und muss ja trotzdem auch mal für zwischendurch was Chilliges sein. Die Leute, die jetzt noch keinen Shiny hatten, haben sich sicherlich gefreut. Leute, Dorfspieler, sonst was, die jetzt nicht so eine große Community haben oder alles, haben sich sicherlich auch gefreut, dass die vielleicht einen Glutexo-Raid machen können, wenn die noch einen Glurak brauchen als Shiny. Haben vielleicht ihre 5 Pace dafür gemacht, also so war eigentlich trotzdem für jeden was dabei. Wem einer von den Startern gefehlt hat, die konnten sich darauf konzentrieren. Für mich war es halt jetzt nichts Neues, trotzdem wollte ich mir den Spaß nicht entgehen lassen. Trotzdem wenigstens die 5 Pace wegmachen und ja, habe eigentlich nichts bekommen. Kein Shiny, kein Gutes, habe ich aber alles schon. Habe ja von jedem einen 100er und von jedem einen Shiny, alles von damals. Deswegen heute kurzer Raid-Tag. Statt 3 Stunden zu suchten und 26 Raids zu machen, eben eine Stunde suchten und 5 Raids machen. Die Relation, ihr seht das schon, das wären dann bei 3 Stunden gerade mal 15, aber durch die Distanzen, dass man nicht an jeder Arena einfach den nächsten Raid gemacht hat, sondern man gesagt hat, man möchte dorthin und den machen, den nicht und das auch nicht und die Leute sich immer ein bisschen aufgeteilt, war das halt manchmal ein bisschen chaotisch. Mal gucken, ob es in Zukunft noch so ähnliche Sachen gibt. Vielleicht machen die das auch nochmal in der nächsten Generation, dass die Starter da in allen 3 Varianten da sitzen und öfter sowas kommt. Ansonsten hoffe ich, dass mal wieder so ein richtiger Raid-Tag kommt mit neu eingeführten Shiny. Dachte ich ja, dass das vielleicht für Regirock, Regi-Eis und Regi-Steel kommt, aber die haben sie ja nur ein Wochenende lang eben gleichzeitig auftauchen lassen, was ich auch sehr chaotisch fand. Da viele gesagt haben, ja, das brauche ich nicht mehr, das mache ich nicht, ich brauche jetzt nur noch das. Wo ihr wüsstet aber, wenn 3 Stunden überall Registil ist, dann kommt eben nur Registil, alle ziehen los und ziehen auch durch. Aber gut, Niantic, da kann man nicht reingucken. Wir verabschieden uns auf jeden Fall. Schreibt ihr mal rein, eure Ausbeute. Wie viele Raids habt ihr gemacht? Welche Raids habt ihr vor allem gemacht? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr Gutes bekommen? Und wie viele Stunden habt ihr gezockt? Habt ihr die 3 Stunden durchgezogen oder nicht? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.